Geplant war, genau wie in den letzten 36 Jahren auch, mit einer großen Gruppe von Pilgerinnen und Pilgern an 2 Tagen durch gottesfreie Natur nach Werl zu laufen. Doch dann wurde alles anders. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch alle kirchlichen Veranstaltungen abgesagt werden. So auch das Fest Maria Heimsuchung in Werl und alle organisierten Fußballfahrten der Gruppen aus Warstein, Olpe, Lennhausen, Much, Delbrück und so weiter. Für uns war sofort klar, die Fahne der Aper Wallfahrt muss trotz alledem nach Werl getragen werden. Und die Anliegen der Menschen aus dem Pastoralverbund hier in Dorla-Bormbach müssen der Mutter Gottes vorgestellt werden. Stellvertretend für alle anderen machte sich am 3. Juli eine Gruppe von 4 Pilgern sowie einem Begleiter auf den Weg nach Werl. So, meine Lieben, ich sag mal schönen Bilder und guten Sequenzen Morgen. dieser Es ist etwas Viertel vor anderen 11. Wallfahrt zeigt folgende Ich gehe jetzt Video. mal hier in die Aper Kirche, zeige unseren Altar, unsere Wallfahrtsfahne und dann nach vorne neben dem Altar. Die Gottesmutter Maria, unsere Statue hier in Ape. Dann zeige ich die Wallfahrtskerze für dieses Jahr. Mal etwas größer. Und dann zeige ich noch hier die Fürbittbücher, die wir in den ganzen Kirchen im pastoralen Raum Dorla-Wormbach ausgelegt haben. Wo Fürbitten eingetragen sind, die nehmen wir mit nach Werl. Und ich versuche unterwegs hier und da ein kleines Video zu drehen und euch dann auf der ganzen Strecke auf dem Laufenden zu halten. Und bis dahin sage ich alles Gute, bis später. So, jetzt sind wir hier auf dem Silberg aus Hamm, früher Hadebusch. Oh, wir müssen hier noch ein Stück hoch. Bin auch schon ein bisschen außer Atem, muss ich sagen. Ihr kennt alle die Hügel. Und dann geht es oben um die Ecke. Und dort ist dann unser Marienbildstock. Da melde ich mich gleich neu. So, wir sind jetzt hier oben bei unserem Marienbildstock und beten des Engel des Herrn. Und anschließend noch ein kleiner Gedanke und ich mache mal einen Schwenk übers Havarland. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Bitte für uns, heilige Gottesmutter, auf dass wir würdig werden der Verheißung Christi. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Alle abgestorbenen christgläubigen Seelen mögen ruhen in Gottes Barmherzigkeit und Frieden. Amen. Und jetzt noch ein Gedanke hier oben, den ich vortragen möchte.
Ich wünsche dir Augen, die die kleinen Dinge des Alltags wahrnehmen und ins rechte Licht rücken. Ich wünsche dir Ohren, die die Schwingungen im Gespräch mit anderen aufnehmen. Ich wünsche dir Hände, die nicht lange überlegen, ob sie helfen sollen. Ich wünsche dir zur rechten Zeit das richtige Wort. Ich wünsche dir ein liebesvolles Herz, von dem du dich leiten lässt. Maria mit dem Kindelieb. Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit. So, wir sind jetzt kurz vor Oberlandenbeck, gehen den Berg runter und haben das erste Rosenkranzgebet für gutes Gelingen der Wallfahrt. Beten wir den freudenreichen Rosenkranz. Du bist gebenedeit für die Frauen, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit für den Frauen und gebenedeit die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, O Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. So, wir sind hier jetzt hinter Oberlandenbeck und jetzt zeige ich einmal den weiteren Weg. Wir gehen immer diesen Strommasten nach, unten durchs Esseltal über die B55 und weiter auf Kückelheim-Salwey. Und dann sieht man ganz oben, die Sicht ist schlecht, ich versuche das mal größer zu machen, ganz oben am Horizont sieht man zwei Masten. Das ist dann auf der Höhe vom Hasenknick, so heißt das. Und da sind wir in 2 Stunden einschließlich 20 Minuten Pause. So, jetzt sind wir hier schon im Esseltal. Ich sag mal kurz zwischen Bockheim, dann ist die B55 und hier unten ist Isingheim. Da sieht man die Knochenmühle von Isingheim. So, und wir müssen jetzt, wie ihr seht, geradeaus über die B55 den Weg hoch und dann dort hinten am Ende von dem Getreidefeld rechts hoch, um dann oben auf die Höhe zu kommen, da wo die Masten weiterführen, da müssen wir gleich hin. So, hier sind wir oberhalb von Isingheim. Hier ist das sogenannte Kyrillkreuz, sehr schön dekoriert auch. Und dann ist hier auch gleichzeitig ein Teil des Franziskusweges von Kückelheim, vom Esloher Kückelheim. Ist hier eine schöne Schildertafel und da ein Windspiel, das ist aber heute abgehängt. Ich denke, das wird nochmal repariert werden. Ja, Kyrillkreuz, Franziskusweg. Und weiter geht unser Weg in Richtung, da müssen wir lang, Richtung Kütte. Ich weiß, du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist die Gebenedeit unter den Frauen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und in Ewigkeit. Mutter Gottes, so ihr Lieben, wie ihr seht, Kückelheim bei Esloher, das Sägewerk, unsere erste Pause. Und, einen Moment, ich schwenke mal etwas rüber hier zu dem Begleitfahrzeug und dann darf ich euch noch zeigen, sensationell, dieser Gabentisch. Und da muss ich sagen, guten Appetit. Bis später. So, jetzt nach der Pause von Kückelheim los. Geht es hier den Berg hoch. Ich zeige es jetzt mal. So, hier müssen wir jetzt hoch.
Anstieg, der dritte Berg für den heutigen Tag, der dritte von vieren. Und zur Orientierung nochmal eben, hier ist der Sauerlandradring und da guckt man nochmal kurz auf Kükleim. Und jetzt geht's hier hoch. So, jetzt sind wir ein Stück weit oberhalb von Kükleim. Ein ziemlich steiler Anstieg und man sieht jetzt hier quasi nochmal das letzte Mal zurück, wirklich übers Esloher Land bis hinten in Schmallenberger Sauerland, das Gebirge. Und immer, wenn man die Masten zurückverfolgt, sieht man unsere Wegstrecke und da ganz am Ende sind auch noch Masten. Ich kann das nicht größer machen. Da ist dann jedenfalls Oberlandenbeck, wo wir vor knapp 2 Stunden gesagt haben, hier diesen Masten, den sehen wir in 2 Stunden. Das ist jetzt quasi der Rückblick. Bis später. Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. So, von da oben, Fretterspring, Hasenknick nennt sich das irgendwie, durch die Romke, den Romberg runter und dann hier rein nach Obersalwei. Das ist Obersalwei. Und so gehen wir hier oben über den schönen Wirtschaftsweg weiter in Richtung Dümpel. Berghotel Bender kommt gleich. Ein kurzes Intermezzo. Kirschbäume am Wegesrand lassen das Herz eines Pilgers höher schlagen. Mehr brauche ich nicht zu sagen. So, noch ein kleines Intermezzo. Der Hohlweg durch den Dümpel zum ehemaligen Berghotel Bender. Ich halte jetzt das Handy waagerecht und hier ist der Anstieg. Bis später. Herr Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, O Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Mutter Gottes, wir kommen zu dir. So, das ist der Hof Eickhoff in Mankenbracht. Wie immer brennen hier die Kerzen an dem heiligen Häuschen des Hofes, auch mit einem Muttergottesbildnis. So, und jetzt kommen wir hier um die Ecke und da scheint die Sonne und da oben ist sozusagen, man sieht es nicht, das sogenannte Hohlwegstübchen. Bis später. Ich sag mal so, ratzfatz leer gegessen. So, wir verabschieden uns jetzt hier für dieses Jahr auf dem Hof Eickhoff in Mankenbracht. Sagen schönen Dank an die Gastgeberin mit unserer kleinen Pilgergruppe und an den Junior und an den Senior-Gastgeber. Herzlichen Dank und spätestens bis nächstes Jahr, aber wahrscheinlich auch schon mal irgendwo und irgendwann eher. Thank you.
So, meine Lieben, guten Morgen. Hier ist unsere Pilgergruppe, Samstagmorgen, es ist 6 Uhr und wir gehen jetzt hier in Westenfeld frisch und munter los und als kleiner Auftakt der Segensgruß für den heutigen Tag. Gottes Kraft stärke deinen Rücken, sodass du aufrecht stehen kannst, wo man dich beugen will. Gottes Zärtlichkeit bewahre deine Schultern, sodass die Lasten, die du trägst, dich nicht niederdrücken. Gottes Weisheit bewege deinen Nacken, sodass du deinen Kopf frei heben und ihn frei dorthin neigen kannst, wo deine Zuneigung vonnöten ist. So segne dich der mit dir gehende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und zum Abgang singen wir das Lied Nummer 120, Reinste Jungfrau von uns Sündern. So, das war dann der erste oder zweite Berg von heute. Wir sind hier auf dem Hubertuspöstchen, so wie sich das hier oben nennt, hier mit der Altarstelle. Und dann hier vorne noch das eigentliche Hubertuspöstchen mit dem kleinen Bildnis. Da gehe ich noch mal näher ran und versuche das hier irgendwie reinzukriegen. Naja, so sieht's aus. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So, jetzt ist es so, dass es angefangen hat zu regnen und siehe da, wie ein kleines Marienwunder, stehen und liegen dort für uns parat, mitten im Wald, Regenschirme. Dankeschön. Die Grüße zeigst du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebändiger als die Jungfrau und gebändiger als die Frucht deines Leibes, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. So, ihr Lieben, Samstagmorgen, 9:30 Uhr, zwischen Arnsberg und Hüsten treten wir jetzt ein in unseren Schweigewald. Und ich versuche jetzt mal diese Atmosphäre aufzunehmen, wenn man nichts anderes hört als Vogelgezwitscher, den Wind in den Blättern und die eigenen leisen Schritte.
So, hier sind wir auf dem Ruhrtalradweg, der Strecke zwischen Neheim Rathausplatz und Ausfahrt Neheim Nord. Rechts oben ist die Autobahn. Und diese Strecke, ich finde sie selber ein bisschen elendig über Teerstraße. Eine knappe Stunde, aber mit zwei Rosenkranzgebeten kurz hintereinander werden wir auch dieses Teilstück schaffen. Den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. So, wir haben zwar sensationell gutes Wanderwetter, aber wie schön und wie gut tut es doch immer, zwischendurch auch einen Schluck nochmal zu trinken. So, wie ihr sicher schon erkannt habt, sind wir jetzt abgebogen auf den Waldweg zum Totenberg hoch. Das hört sich schlimmer an, als es tatsächlich ist. Die entscheidende Frage ist aber, können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. So, wir hatten das ja geschafft. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Unser schöner Bagagewagen mit Servicepersonal. Und dann hier nochmal unsere Fahne und der sensationell reichhaltig gedeckte Tisch mit Brötchen. Jetzt sind wir hier vorgedrungen und sehen über die Höhen hinten in der Ferne den Haarstrang. Und hier kommt der Sieg. Ganz hinten am Haarstrang, das ist der letzte Berg für uns für heute. Da geht es gleich rüber. Und jetzt geht es hier unten durch die Waterlappe. So, den ersten Teil hoch zum Haarstrang haben wir. Aber jetzt für das letzte Stück stellt sich noch einmal die entscheidende Frage. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. So, ihr Lieben, jetzt guckt mal, wo wir heute noch eingeladen sind, bei unserer lieben Pilgerin Doro Rennebaum in ihrem schönen Garten. Ein bisschen abseits von unserer Strecke, aber nicht so ganz weit. Wir trinken jetzt noch einen Schluck Wasser und dann geht's wirklich zur letzten Etappe. Dankeschön, Doro. Danke.